Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger, und es ist mal wieder Zeit für ein Albumcheck. Diesmal gibt es die Band Battlesword mit ihrem Album And Death Comes Upon Us. Ist ein schickes Teil, sieht sehr schick aus. Ich kenne das Vorgängeralbum von denen, das Vorgängeralbum von denen. Auch ganz schick, habe ich schon reingehört. Aber hier habe ich noch nicht reingehört. Es ist Melodeath mit einer schicken, ich drehe die CD gerade mal, damit das richtig schön passt für euch, wenn ich hier so zeige, ne? Einer schicken CD mit drin. Wenn ich die CD raushole, sieht das von hinten genauso aus. Aber hier steht nochmal der Name drauf der Band. Auch sehr geil, wenn man die CD mal verlegt, damit man weiß, wo es hingehört. Hinten stehen die Titel drauf. Wir machen ja immer zuerst mal, gucken uns das ganze Teil ja an, ne? Hier, das Booklet. Sehr schick. Mit einem Dämon und sonst was. Wassermonster oben drüber. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Egal. Mit Fotos von der Band, dem Schlagzeuger und Texten. Und dem Sänger und noch mehr Texten. Hier sehen wir mal keinen Menschen, aber Text. Der Gitarrist und Text. Also die Texte der Lieder natürlich, ne? Haben wir hier noch den Bassisten und noch mehr Text. Und hier haben wir nochmal die Lieder. Aber ich bin mal dafür, dass wir jetzt mit dem Intro starten. Ist es auch ein Intro? Weiß ich nicht. Es nennt sich Into Battle. Into Battle würde ich als Intro bezeichnen. Ja, ist ein Intro. Ha, habe ich auch schon reingehört, sonst wüsste ich das nicht. Ist halt der Marsch in den Krieg. Hören wir mal ganz kurz rein. Ist halt sehr episch. Ist halt wie bei einem Pagan-Metal-Projekt tendenziell, würde ich sagen. Aber schon, ja, tendenziell eher so Pagan. Mag ich ja, wie man hier so da sieht und da und da. Ja, die Band bezeichnet ihren Stil als Melodeath, also Melodic Death Metal, hat aber auch Pagan-Einflüsse, weil auf Facebook würden sie auch sagen Viking-Metal und Heavy-Metal und Thrash-Metal. Ich würde es als Melodeath Metal bezeichnen. Aber macht ja jeder einzeln. Da ich das Vorgängeralbum bloß kenne und das hier noch nicht, außer das Intro, hören wir jetzt mal in Lied Nummer 2 rein. Das ist Blood Morning. Mal gucken, was der Blutmorgen uns so nach der Schlacht zu bieten hat. Geht hart los, gefällt mir sehr gut. Ja. Das gefällt mir. Und es ist auch so gut, dass das Intro als einzelnes Lied gekoppelt ist, weil ich glaube, wenn das Lied erst bei einer Minute 20 angefangen hätte, würde ich es mir schon nicht mehr anhören. Also normalerweise. Aber das Intro abgekoppelt ist geil. Es gefällt mir sehr gut. Schön hart. Ja, klingt ein bisschen Viking, Death Metal. Könnte auch mit anderem Gesang quasi von Amon Amarth sein. Aber jede Band hat ihr Alleinstellungsmerkmal, weil es klingt halt nicht wie Amon Amarth, aber es klingt sehr gut. Also nicht, ihr wisst, was ich meine. Ja. Wir müssen ja nicht alles hören von Blood Morning. Blood Morning ist also quasi für nach dem Intro ein geiler Einstieg. Gefällt mir richtig geil, das Lied. Ich kenne das Album, wie gesagt, noch nicht. Ich höre zum ersten Mal durch und bin schon. Jetzt würde ich schon sagen, es hat sich gelohnt, dass ich das zugeschickt bekommen habe. Nee, geiles Lied. Also ich stehe ja total auf die härteren Klänge. Und die härteren Klänge klingen momentan bei vielen Bands auch wieder ein bisschen sanfter. Ja, so ist das momentan. Aber das Album And Death Comes Upon Us ist ja 2019 erschienen. Und es macht richtig Spaß. Also wie gesagt, das ist der aktuelle Tonträger der Band. Und da hören wir mal in Lied Nummer 3 rein. Serpents Amongst Us. Fängt auch wieder gut hart an.
Ja, sowas macht Spaß. Da kann man direkt die Wall of Death starten, wenn es wieder erlaubt ist. Ist ja momentan eher nicht so. Ja, wenn euch auch die Konzerte fehlen mit solchen Bands, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich würde diese Band gerne mal live sehen, weil es macht echt Spaß. Die kommen aus Viersen, ist ja auch hier in Nordrhein-Westfalen. Nicht so weit weg. Das klingt auf jeden Fall mega. Ich mag die Stimme. Serpents and Monsters. Klingt sehr gut, sehr hart. Also macht mir sehr Spaß. Das ist so eine CD, die könnte ich immer wieder hören. Bis jetzt auf jeden Fall. Ich mag es halt nicht, wenn es irgendwann langsamer und ruhiger wird. Das ist halt nicht ganz so meins. Aber kommen wir zu dem Punkt, wo ich euch die Band noch vorstelle. Das ist der Alex an den Vocals, der Christian an der Gitarre, der Micha an der Gitarre, am Bass ist der Ben und an den Drums ist der Andreas. Ich bin mir relativ sicher, dass ich hier eben bloß 4 Leute drin gesehen habe. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich da irgendwen übersehen habe. 1, 2. Ich lese nochmal die Namen vor, damit ich jetzt nicht... Ja, Andreas an den Drums. Alex am Gesang. Der ist auch da am Gesang, ja. Dann habe ich hier Christian an der Gitarre. Der ist auch, steht auch da an der Gitarre. Und der Ben am Bass, ja. Dann ist der Micha hier wahrscheinlich gar nicht bei gewesen, so wie das aussieht. Nö, der steht auch hier gar nicht drauf. Bei der Band. Ein neuer Musiker dabei. Und mit dieser Information hören wir uns auch mal direkt das nächste Lied an. Es nennt sich Smothered. Smothered? Smothered, glaube ich. Und fängt direkt hart an. Sehr geil. So typische Kopfschüttelmusik. Ja. Könnte man auch gut mal schubsen, wenn es wieder erlaubt ist. Smothered. Hat man gerade rausgehört. Die Texte stehen alle noch drin. Wenn ihr diese CD haben wollt oder den Vorgänger, gibt es bei der Band hundertprozentig im Shop zu kaufen. Oder wenn Konzerte wieder sind, bei der Band auf der Homepage. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Bei der Band Merch stand dann. Ja, ist noch früh. Ich brauche einen Kaffee. Du schickst doch mal Kaffee. Moment. Ja. Cheers. Ah. Gefällt mir. Und wie ihr gesehen habt, ich habe eine neue Kaffeetasse, weil ich habe nämlich gesehen, da unten ist noch das ganze Zeug unten dran. Aber egal. Von der neuen Kaffeetasse kommen wir jetzt ohne Umschweife mal zum nächsten Lied. Das heißt Through Thy Shadows. Fängt auch wieder sehr geil an, sehr metalmäßig. Was will man auch erwarten von einer Metalband? Sorry. Also ich mag dieses Melodeath-Zeugs sehr. Oder Death Metal, Black Metal, Pagan Metal. Sowieso eher meins. Folk Metal. Aber wenn du das Geschrei, das ist halt geil. Und Schlagzeug. Geil. Und es ist halt nicht zu schnell. Es ist halt jetzt nicht so brutal technical Death Metal. Es ist halt Melodeath und ist trotzdem sehr, sehr geil. Yeah.
Das Album werde ich mir wohl heute noch zwei, dreimal anhören, weil es wirklich Spaß macht. Ich sag immer, dass es mir Spaß macht, ja. Weil macht aber auch Spaß. So Musik zu hören, einfach sitzen. Ich kann dabei super entspannen, wenn so Musik läuft. Könnt ihr das auch? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wie ihr die Band findet, schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Und wenn ihr dank mir bei der Band auf der Homepage oder auf Facebook oder sonst wo gelandet seid, schreibt da mal Hashtag empfohlen von Tigger mitten. Würde mich sehr freuen. Und ja, hören wir mal das nächste Lied. Es heißt Angels I'm Reborn. Nee, Ageless. Oh mein Gott, ich kann noch nicht mehr lesen. Ageless, I'm Reborn. Alterslos, ich bin wiedergeboren. Ja, ich bin jetzt auch zum 18. Mal oder so, ich bin sogar noch öfters 18 geworden. Ich bin der am längsten amtierende 18-Jährige Nordrhein-Westfalens, glaube ich. Fällt mir auch wieder sehr gut. Das ist halt ein bisschen anders vom Stil her. Aber auch wieder gut kopfschüttelbar. Aber die will ich unbedingt live sehen. Das macht richtig Spaß bestimmt. Also mir gefällt's. Sehr gut. Und ich bin hier gerade bei der Band auf der Homepage am gucken. Die haben auch schicken Merch. Patches und T-Shirt, Pullis. Jojo. Kann man ja mal drauf gehen. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Guck mal bei Musik. Ich mache hier aber erstmal das. Ist schon schwer hier im Rechner und gleichzeitig zu reden. Ach, da komme ich ja voll durcheinander. Ja, das war Ageless, I'm Reborn. Gefällt mir auch sehr gut. Ich bin bisher absolut begeistert von der CD und wir sind gerade bei der Hälfte der Lieder. Und muss sagen, es ist eine der besseren neuen CDs, die ich jetzt so in letzter Zeit mir angehört habe. Weil ich stehe ja total auf Death Metal, gerade auf Konzerten. Und nochmal, die fehlen uns allen sehr. Fängt aber jetzt wieder an, obwohl wir sind ja gerade so in einer weiteren Corona-Welle drin. Mal gucken, wann es, ob jetzt das mit den Konzerten wieder aufhört, weil ich wollte ja jetzt wieder auf eins gehen, das ist abgesagt worden, nicht wegen Corona, aber ja. Aber egal, müssen wir gar nicht drüber reden. Kommen wir mal zum nächsten Lied. Falling into the arms of Morpheus. In Morpheus Arme fallen. Mal schauen, ob sie dann schlafen werden und dann von Morpheus gefangen werden. Oder wenn man mit der Musik in Morpheus Arme fällt. Ich weiß ja nicht. Bisschen langsamer, aber jetzt auch nicht schlecht. Also klingt langsamer, ist natürlich im Kopf nicht genauso schnell, aber es klingt. Also ich muss sagen, sehr, sehr, sehr positive Bewertung. Das ist bis jetzt eins der besten Melodas-Alben von nicht bekannten Bands, die ich so gehört habe. Ich meine, die Band hat ja auch schon eine kleine Fanbase, irgendwie 1800 Likes auf Facebook, aber was heißt das schon? Es gibt ja auch viele, die Facebook gar nicht mehr nutzen. Deswegen, aber Metal Sword kann ich euch da echt nur
ans Herz legen, wenn ihr auf gute Musik steht. Also gute Musik ist natürlich relativ. Wenn ihr auf die Musik steht, die mir gefällt und momentan Black, Death, Pagan, Folk, ich sag's immer wieder. Aber ich rede jetzt wieder viel zu viel. Wir hören einfach mal das nächste Lied rein. The Lion Sleeps Tonight. Nein, The Lion and the Eagle. Eine Geschichte. Habe ich jetzt nicht auf Play gedrückt? Oh. Ich habe da anscheinend nicht auf Play gedrückt. Ruhiger Anfang. Das klingt jetzt nicht sehr nach Melodeath. Vielleicht ist das ja so ein ruhiges Lied auf der CD. Ich hoffe, dass das jetzt kein minutenlanges Intro ist, sondern wirklich ein ruhiges Lied, dann ist das okay. Aber wenn das jetzt ein minutenlanges Intro ist, ist das schon nichts mehr für mich. Ich spule mal ein bisschen nach vorne, wollte ich gerade sagen, und schon... Okay, ein Lied, das erst bei 57 Sekunden anfängt, ist schon hart. Für mich. Ich mag diese ewigen langen Intros ja nicht. Bis jetzt der erste Minuspunkt auf der CD. Aber das ist jetzt wieder gut. Ich glaube, ich schneide mir den Anfang einfach raus. Live ist das geil, bestimmt. Das ist, ne? Sind ja zwei Gitarristen. Einer spielt den ruhigen Part, der andere spielt. Steigt dann härter ein, dann wechselt der andere auf die andere Gitarre. Perfekt. Live. Ja, da kann man auch eine gute Ansage bei machen. Aber CD, wenn ich das den MP3-Player hätte, würde joggen gehen und dann kommt auf einmal dieses Langsame. Dann bist du aus dem Rhythmus raus. Ne. Aber das ist wieder gut, das ist wieder gut hart dafür. Aber muss ja nicht nur hören. Also, ne, ist halt der erste Minuspunkt auf der CD. Ja. Das Lied dauert dafür aber auch 5 Minuten 28. Ja gut, dann eine Minute abziehen, sind wir bei 4 Minuten 28 oder 4 Minuten 30. Jo. Ist schon mal eine gute Länge für so. Ist glaube ich auch das längste Lied auf der CD, ja. Die CD dauert insgesamt 41 Minuten bei 10 Tracks. Kann man nicht meckern. 41 Minuten, manche. Es gibt natürlich CDs, die sind länger, es gibt CDs, die sind kürzer. Aber es passt halt bei Melodeath. Da braucht eine CD nicht so kurz zu sein. Es ist eine EP, dann ist halt auch okay. Aber hören wir jetzt mal in Once rein. Also nicht. Also Once wie damals. Nicht wie die beiden einzelnen. Das fängt ein bisschen spaßiger an. Also spaßiger im Sinne von Party. Das ist so Musik, die ich auch laufen lassen würde, wenn ich Besuch da hätte. Das passt einfach. Hier nochmal die CD. Battle Sword. Ist das nur instrumental? Ich ruhe ein bisschen vor. Ah ne, doch nicht. Ich dachte, es ist instrumental, aber... Macht trotzdem sehr Spaß. Es ist ein bisschen was anderes. Ja, müssen noch nicht das ganze Lied hören. Once. Das ist so ein Lied, das macht Spaß. Also das hat mir halt wirklich einfach nur gute Laune verfasst. Ich weiß nicht warum. Die anderen Lieder sind geil, aber das hat mir gerade so richtig gute Laune verfasst. Also Battle Talk, wenn ihr das seht, ne, wenn ich euch mal live sehe, ne, spielt bitte Once. Das ist.
hat Spaß gemacht. Also, das ist mein gute Laune-Song für heute. Ja, und jetzt, bevor ich ins letzte Lied reingehe, das letzte Lied nennt sich At Night They Feast. Bevor ich ins letzte Lied aber reingehe, möchte ich mal sagen, wenn ihr auch eine Band seid und auch so einen Albumcheck haben wollt, ne, schreibt mich an. Kriegen wir hin, müsst ihr mir dann das Ding zuschicken, weil ich zeig bloß immer gerne in die Kamera. Ist immer schöner als MP3s, die kann man nicht in die Kamera zeigen, weil man will ja auch wissen, wer ihr seid. Schreibt mich an und dann lässt sich das machen. Und ich würde sagen, jetzt hören wir mal ins letzte Lied rein. Night of the Feast. Ich muss auch auf Play drücken, hab ich ja. Ein Horror-Intro. Ist mal was anderes. Sowas geht auch beim Durchhören nicht, aber ist mal was anderes. Ist auch nicht zu lang, 25 Sekunden. Das geht voll ab, das macht Spaß. Boah, mit den beiden Liedern zum Schluss das Album aufhören zu lassen, ist echt hart. Weil da will man ja wieder mehr haben. Ne? Also da muss man das ganze Ding ja wieder von vorne laufen, dass das hier tendenziell auch gut ist. Aber mit den beiden Liedern aufzuhören, geile Sache. Ich werde mir gleich auf jeden Fall nochmal das andere Album von den Jungs reinschmeißen. Das liegt da vorne. Hier ist nochmal das andere Album. Sehr schick. Planets of Destruction heißt das Ding. Wenn ihr das haben wollt, gibt es wahrscheinlich auch bei der Band noch. Aber jetzt geht's hier rum. Oh. Mit den beiden Liedern so ein Album aufhören zu lassen, ist echt gemein. Wie gesagt, da will man mehr. Ich höre mir gleich beide Alben einfach nochmal an. Die ganze Zeit in Dauerschleife. Während ich schneide, ne, während ich schneide nicht, da höre ich mich an. Ich schneide ja nicht. Jedenfalls nicht bei Albumchecks, die werden live durchgehört. Deswegen lasse ich da auch manchmal meine Versprecher drin. Passiert. Auf jeden Fall, wenn euch das Album von der Band gefallen hat, ne, schreibt die Band an, sagt denen, dass es gut ist, gönnt's euch. Vielleicht gibt's das auf Spotify, bin ich mir nicht sicher. Ich werde natürlich alle Links der Band unten reinhauen. Und die Band, überall wo sie ist, lasst den Likes da. Und wie gesagt, wenn ihr auch eine Band seid, schreibt mich an, wenn ihr sowas haben wollt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich auch gerne ein Like lassen. Ihr könnt das Ganze abonnieren. Wäre mir eine Ehre. Ihr könnt euch hier noch mehr Videos anschauen, würde mich natürlich auch sehr freuen. Und kommentiert hier mal fleißig rein, wie ihr das Ganze findet. Und ich würde sagen, macht's gut und... haut rein!